Um Raupen groß zu ziehen, braucht man ein großes Gefäß mit einem leicht zu öffnenden Deckel. Ein Einmachglas oder ein Aquarium sind ideal. Den Deckel beklebt man mit Küchenpapier, damit sich die Raupen daran verpuppen können. Um die Brennnesseln frisch zu halten, braucht man einen Ständer für die Wasserröhrchen. Dazu bohrt man mit einer Schere mehrere Löcher in einen festen Karton. In die Röhrchen steckt man die Brennnesseln, auf diese Weise bleiben sie bis zu 2-3 Tage frisch, wenn sie nicht vorher aufgefressen werden. Als Boden für das Raupenbecken empfehle ich saugfähige Pappe und darauf Küchenpapier, das man schnell wechseln kann. Raupen machen eine Menge Dreck. Raupen verpuppen sich gerne in einem Versteck, dazu bieten sich halboffenen Kartons an. Fällt mal eine Raupe irgendwo hin, wo sie nicht hingehört, dann lassen sie sich mit einem weichen Pinsel meistens leicht hochheben. Dann kann das Gewusel losgehen.